Oh, höre ich ein Ab auf meinem Ohren. Das bedeutet, wir sind schon live dabei. Ich freue mich, dass ich einen Gesprächspartner habe, nicht aus den Reihen der Grünen, sondern aus den Reihen der Unionsfraktion. Die ist heute auch in der Tat ein bisschen spannender. Ich drehe mich hier ein bisschen rum. Sie bleiben bitte da, damit man Sie hervorragend sehen kann. Kommen Sie ruhig noch ein bisschen an die Kante. Johann Wadephul ist bei uns, einer der stellvertretenden Vorsitzenden der Unionsfraktion. Beschreiben Sie doch mal mit einem Wort, was da gerade passiert in der Union. Mit einem Wort würde ich sagen, Einigungsversuche. Also wir versuchen schon in dieser Frage, die glaube ich nicht die wichtigste für ganz Deutschland ist, sondern das wäre vielleicht der Bundeshaushalt, den wir diese Woche beschließen wollen. Wir versuchen in dieser Frage zusammenzukommen und die Differenzen, die es zwischen CDU und CSU noch gibt, zu überbrücken. Aber sagen Sie doch mal, wo da möglicherweise denn diese Differenzen, die Sie gerade beschrieben haben, noch überbrückt werden können. Wir beobachten das ja seit im Grunde vergangenen Freitag, dass sich da nichts bewegt. Die beiden Parteivorsitzenden haben sich getroffen am Samstag hier. Sie haben noch mal telefoniert, soweit wir wissen, irgendwie. Und trotzdem sind Sie weiter entfernt denn je. Wo sehen Sie denn da überhaupt noch Annäherungsmöglichkeiten? Na, weiter entfernt denn je würde ich nicht so sehen, sondern ich glaube, es hat Einigung gegeben. Wir sind über erste Punkte übereingekommen. Es ist vollkommen klar, beide Parteien wollen eine gewisse Steuerung und auch eine Begrenzung der Migration. Das ist wirklich notwendig für Deutschland. Für die CDU ist einfach wichtig, dass das europäische Projekt dabei nicht beschädigt wird. Und das heißt, dass wir einseitige Zurückweisungen ohne jede Absprache mit Nachbarstaaten nicht ermöglichen wollen. Aber um jetzt noch mal den Punkt der Einigung zu bringen, wir haben beispielsweise mit Griechenland, was die Balkanroute angeht, eine Übereinkunft erzielt, sodass es Zurückweisungen von Flüchtlingen, die über die Balkanroute kommen, die kann es jetzt schon geben. Und jetzt arbeiten wir noch an einer Lösung für Italien und ich denke, die ist möglich. Aber Herr Wadephul, das ist doch genau der zentrale Punkt, diese Abweisung an der Grenze, die der Bundesinnenminister möchte und wo die Bundeskanzlerin sagt, nein, das wollen wir unbedingt nicht, weil wir ja eben auf dem Weg sind, diese Abkommen zu schließen. Und auf der anderen Seite haben wir einen Bundesinnenminister, der ankündigt, irgendwie im Zweifel trete er zurück von seinem Posten als Innenminister, aber auch sogar als Parteivorsitzender. Also kann man doch sagen, weiter entfernt denn je. Nein, muss ich noch mal genauer werden. Es gibt jetzt bereits die politische Absicht, ein Abkommen mit Griechenland zu schließen, was Österreich einschließt, was natürlich auch die Balkanstaaten einschließen muss, die davon betroffen sind. Was dazu führt, dass Flüchtlinge, die über die Balkanroute gekommen sind und die erstmalig in Griechenland registriert worden sind und erstmalig in Griechenland einen Antrag gestellt haben, dass diese zurücküberstellt werden nach Griechenland. Da gibt es überhaupt gar keine Differenz mehr zwischen Horst Seehofer und Angela Merkel. Und dasselbe soll jetzt noch einmal für Flüchtlinge, es sind etwas weniger, aber es sind auch viele, die erstmalig in Italien an Land gehen. Da haben wir noch keine Einigung. Das ist mit der italienischen Regierung etwas schwieriger als mit der griechischen. Aber wenn wir da auch noch eine Einigung bekommen, dann haben wir das Problem fast gelöst, denn das Problem mit Spanien ist mittlerweile auch ausgeräumt. Also wir sind auf dem Wege doch zu einer Einigung und mit gutem Willen ist sie erreichbar. Wenn das so ist, warum droht dann der Innenminister mit Rücktritt? Naja, weil in der Tat diese Frage noch nicht geklärt ist und die CSU schon der Meinung ist, es ist viel verhandelt worden und es müssten jetzt Taten folgen. Für die CDU ist wichtig, dass wir trotzdem, ohne auf Zeit zu spielen, zügig verhandeln wollen, aber gesehen haben, dass Angela Merkel in zwei Wochen wahnsinnig viel erreicht hat und dass sie sicherlich in kürzester Zeit gemeinsam mit ihrem Innenminister noch viel mehr erreichen kann. Also das ist jetzt auch natürlich eine Frage, ob man vor der Sommerpause ein schnelles Ergebnis hat oder ob man nicht doch noch mal die Gelegenheit sucht, zueinander zu kommen. Und mit gutem Willen ist das erreichbar. Das Wichtigste ist für die Abgeordneten, dass CDU und CSU zusammenbleiben. Sie haben gerade guten Willen angesprochen, da appellieren Sie jetzt an die CSU, wenn ich das richtig deute. Umgekehrt sagt die CSU, vielleicht bräuchten wir auch mal ein Zeichen aus den Reihen der CDU, dass man auf uns einen kleinen Schritt zugeht. Was könnte denn so ein Schritt sein? Also wir wollen mit einer erfolgreichen CSU und mit einem erfolgreichen Parteivorsitzenden Horst Seehofer weiter zusammenarbeiten. Er ist einer der erfolgreichsten Politiker der Nachkriegsgeschichte und sein Rücktritt wäre mit Sicherheit ein Verlust. Ich habe ja schon gesagt, in dem Moment, wo wir Zurückweisungen haben von Flüchtlingen, die aus Ländern gekommen sind, mit denen wir ein bilaterales Abkommen haben, können wir in der Sache de facto die Forderung von Horst Seehofer umsetzen. Und jetzt lassen Sie uns doch gemeinsam daran arbeiten, die Italiener davon zu überzeugen, dass so ein Abkommen auch für Italien gut ist. Aber da muss natürlich Deutschland geschlossen auftreten. Und ich denke, das wäre so ein Weg, wie man sich annähern kann. Aber da ist jetzt einiges an Argumentation heute noch im Laufe des Tages erforderlich. Ich gehe davon aus, dass wir heute Abend eine Einigung haben. Wenn Sie sagen, das ist gar nicht so das Problem in der Sache, dann ist es offenkundig ja doch ein Problem zwischen Angela Merkel und Horst Seehofer und möglicherweise auch durchaus ein persönliches. Nein, es sind Unterschiede zwischen
zwischen den Parteien. Das kann man auch gar nicht leugnen in dieser Situation, dass die eine Partei schon auf auch nationale Maßnahmen setzt und die andere Partei sagt, wir brauchen europäische Verständigung darüber. Aber solche Differenzen kann es auch einmal geben. Ich halte sie nicht für unüberbrückbar und ich halte sie vor allen Dingen, wenn man sie ins Verhältnis setzt zum Wert der Koalition, zum Wert einer stabilen Regierung im wichtigsten europäischen Land Deutschland, alle für lösbar. Ist nicht trotzdem schon zu viel zu Bruch gegangen in den vergangenen Tagen? Nein, es ist viel zu Bruch gegangen, keine Frage. Aber das ist, kann man alles wieder kitten. Ich denke, man kann zusammenfinden und es gibt eine lange gemeinsame Erfahrung von CDU und CSU. Wir haben viele tiefe Freundschaften geschlossen. Viele von uns kennen sich seit Zeiten der Jungen Union, seit der Jugendzeit. Und da werden wir diese Krise gut überstehen können. Da sind wir alle sehr gespannt, denn noch nie war die Krise so groß wie in diesen Tagen. Und noch nie hat auch ein CDU-Präsidiumsmitglied wie Wolfgang Schäuble gesagt, man blicke hier im Moment durchaus in den Abgrund. Johann Wadephul, danke, dass Sie bei uns gewesen sind, live und spontan hier bei Phoenix auf der Fraktionsebene des Deutschen Bundestages, wo in den nächsten Stunden die verschiedenen Fraktionen zusammenkommen. Und wir sind ja ganz besonders gespannt, was denn wohl in der Unionsfraktion heute besprochen wird und wie da möglicherweise auch über dieses Thema, mit dem wir uns ja auch schon seit ein paar Tagen beschäftigen, diskutiert wird. Einstweilen gebe ich zurück zu Andreas Klinner.